Servus Leute, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute einen Fumari für euch. Heute geht es um den Blueberry Muffin. Viel Spaß und sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. So, da sind wir wieder mit dem Blueberry Muffin. Leute, der Name sagt ja auch schon, was drin sein soll. Es soll ein Blaubeer-Muffin-Geschmack sein. Ihr bekommt einen Zipper, in dem direkt der Tabak drin liegt. Der Zipper ist nochmal so eine Pappverpackung. Deswegen auch keine Ekelbilder und Warnhinweise auf den Verpackungen, was ich ziemlich nice finde. Schnitt und Feuchtigkeit blenden wir euch jetzt beim Kopfbau ein. Der Tabak ist ziemlich feucht, vielleicht sogar ein kleines bisschen zu feucht. Schnitt geht aber auf jeden Fall klar, ist auf jeden Fall in keinem Kopf ein Problemchen. Was kostet das Ganze? Fumari gibt es in 100 Gramm Zippern und die kosten 15,90 €, also ganz schön teuer, wenn man das auf die 200 Gramm hochrechnet. Aber die haben auch echt ein paar Flavor, die sind von anderen in der Form auf jeden Fall nicht erreicht. Ich würde behaupten, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, auch der Blueberry Muffin, aber wir gucken erstmal, wie er riecht und bei mir, wie er raucht. Was soll man dazu sagen? Es riecht einfach unheimlich krass. Also diese Blaubeernote kommt wirklich als erstes in die Nase und im Hintergrund schwingt dann so eine leichte Teignote mit. Für mich ist es eigentlich so, vom Geruch her, alleine schon, wenn ich so einen Blaubeere-Muffin in der Hand hätte und einfach dran riechen würde, dann würde mir genau dieser gleiche Geruch in die Nase steigen. Also von daher, schon mal vom Geruch her überzeugt er mich sehr, also sehr natürlich gegenüber einem Blaubeere-Muffin getroffen. Ja, und macht auf jeden Fall Vorfreude aufs Rauchen. Ja, ich finde im Geruch habt ihr auf jeden Fall eine krasse Blaubeernote, die sehr, sehr fruchtig rüberkommt und ich finde auch nicht sehr teigig. Also wenn ich mich jetzt drauf konzentriere und versuche dann eine Teignote rauszuriechen, kommt die wirklich nur leicht im Hintergrund mit. Also ich würde nicht sagen, dass es 1:1 nach einem Blaubeer-Muffin riecht. Es riecht eher nach so einer ganz besonderen Blaubeersorte, würde ich sagen. Oder es hat einen ganz besonderen Blaubeergeruch. Wolken seht ihr ja schon nebenbei auf jeden Fall krank. Also bei der Feuchtigkeit hätte ich auch nichts anderes erwartet. Aber raucht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack. Die Blaubeernote kommt wieder sehr, sehr geil rüber. Aber desto mehr Hitze ihr ihm gebt, desto besser kommt auch diese Muffin-Slash-Teignote rüber. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Nicht umsonst war der auch in unserem Top 5 Weihnachtssorten, verlinke ich euch nochmal oben in der Ecke, auf dem Platz 5. Nur Platz 5, weil es ist eigentlich kein klassischer Wintertabak, aber durch diese cremige Note kann man den auch gut im Winter rauchen. Ja, leckere Blaubeere, nette Muffin-Note im Hintergrund dabei und je mehr Hitze ihr gebt, desto besser kommt die rüber. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, beim Geschmack ist es eigentlich ähnlich wie bei dir. Es schmeckt sehr geil nach einem leckeren Blaubeere-Muffin. Die Teignote, wie du gesagt hast, je mehr Hitze man ihm gibt, desto mehr kommt sie rüber. Gefällt mir auch ziemlich gut. Und eigentlich muss ich wirklich sagen, ich kann mir den vorstellen, öfter zu rauchen. Also wir hatten jetzt nicht allzu oft da. Aber es ist ein unheimlich leckerer Tabak, gerade wenn man so auf Blaubeere steht. Dann wird er euch auf jeden Fall gefallen. Ja. Wenn ihr dann noch Bock habt auf irgendwas leicht, ja nicht wirklich cremiges, aber sowas teigiges, mit einer Blaubeerenote, auf jeden Fall super, 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 super Aroma-Packung. Und es schmeckt mir ziemlich gut. Also ja. Ich gebe ihm einfach mal schon ein paar Sternchen und das sind die 9,5. Ja. Sterne. Da würde ich mich auch direkt anschließen. Halben Punkt Abzug wirklich geben, weil ihr holt halt nur 100 Gramm für einen relativ hohen Preis und dann ist es auch noch verdammt viel Molasse, also so viel Köpfchen kriegt man da jetzt nicht raus. Aber es ist halt eher was Besonderes, was man sich dann ab und zu eher mal gönnen kann, gerade wenn man viele Köpfchen einfach so wegraucht, ohne die jetzt noch so richtig bewusst zu rauchen. Bei dem Preis ist das wirklich so, man konzentriert sich mal wieder so richtig schön auf seine Shisha. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und ich glaube, so ein krasser Blaubeere-Muffin-Tabak ist das Geld auf jeden Fall wert. Von daher 9,5 Sterne von der Shisha-WG. Ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen mit Fumari unten in die Kommentare packen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Leute, wir sagen es nicht oft genug, 60% der Leute, die uns gucken, haben einfach noch nicht abonniert. Macht euch gerne einen Account, lasst ein Abo da, würde uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen und sehr, sehr freuen.
Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha WG. Ciao.